Für mich war das erste Mal, dass ich mit meinem eigenen Orchester bei mir zu Hause gespielt habe, also hier in Belgien. Und ja, das ist doch ein anderes Gefühl, wenn man so zu Hause spielt und wenn die Eltern da sind und Familie und Freunde von der Schule und so. Das ist schon für eigenes Publikum schon nochmal was anderes. Und ja, so ein Bruckner 8 mit dieser Stimmung, wie wir jetzt haben, das ist immer geil. Aber nochmal zu Hause ist nochmal ein anderes Niveau. Man spürt, dass wir es jetzt einige Male schon gespielt haben und es wächst. Es ist etwas, so ein Riesenstück, das wächst immer auf eine Tournee. Und ich fühle jetzt, das Orchester kommt nochmal auch so, also zu ihrer vollen Kapazität. Das hat man auch so am Publikum gemerkt, das hat gefallen. Die Leute hier sind nicht so gewohnt, um Bruckner zu hören, zum Beispiel Bruckner Maler. Das sind so Sachen, die, ich glaube, die belgische Orchester nicht so oft machen. Die haben halt, das ist halt ein anderer Kulturkreis. Und ich finde es toll, dass wir gerade mit so einem Programm, dass wir damit hier hinkommen, das ist ein bisschen unser Markenzeichen, so glaube ich. Und ich glaube, es ist eine gute, schöne Visitenkarte für unser Orchester. Heute war es heel leuk, noch een keer thuis te gast te zijn en hier in de mooie Bozar te spelen met mijn eigen huisorkest. Het Symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks. Ik hoop het heeft jullie allemaal bevallen. En commentaren kunnen jullie hieronder onder deze video posten. Ik hoop dat alles geliked wordt. En ik heb alleszins zeer geliked. En ik hoop heel graag tot de volgende keer.